Ein wenig Mut könnte den St. Gallern machen, dass Ibe in den letzten drei Partien keinen einzigen Treffer erzielt hat. Diese drei Partien haben die Berner allerdings auswärts bestritten und vor heimischem Anhang legen sie heute gleich richtig los. Rawe auf frei. Lopar. Die erste Großchance für die Gastgeber nach nur einer Minute und 10 Sekunden. Lopar im Tor der St. Galler bleibt aber lange stehen und ist dann blitzschnell unten. Ganz stark. Nicht allzu stark ist die Offensive der St. Galler. Erst 9 Tore in der Liga, am wenigsten aller Teams. Heute aber auch bereits in der Startphase gefährlich. Und tatsächlich mit der Führung. Roman Buess erzielt in der 3. Minute seinen 3. Saisontreffer. Auch weil IBE-Verteidiger Scott Sutter mit der Nummer 23 zu wenig entschlossen auf den Ball geht. Das geht ja gut los für St. Gallen-Trainer Joe Zinnbauer, der übrigens seine 4 bisherigen Spiele gegen IBE-Trainer Adi Hütter alle verloren hat. Und auch heute gerät sein Team nach dem Führungstreffer immer mehr unter Druck. Kubo und wieder hält Lopar gut. Es gibt aber Eckball. Rawe. Und Bertone. Ibe trifft endlich wieder. Leonardo Bertone am nahen Pfosten völlig frei. Der Ausgleich bereits in der 11. Minute. Die St. Galler brauchen also bereits wieder ein Tor, um endlich in diesem Status Quo gewinnen zu können. Gianluca Gaudino. Viel hat da nicht gefehlt. In der Folge fehlt den St. Gallern offensiv aber die Durchschlagskraft. Ibe aktiver, variabler, spielfreudiger und mit einem immer gefährlichen Michael Frey im Sturm. St. Gallen aber eben auch mit einem immer an den richtigen Ort hinfliegenden Lopar im Tor. Dank ihres Goalies die St. Gallen noch immer mit der Chance auf diesen ersten Sieg im Stade de Suisse. A la Rocha stand übrigens vor 11 Jahren bei der letzten Heimniederlage der Berner gegen die Ostschweizer im Neufeld auch auf dem Platz. Heute ist er gleich nach der Pause gefordert. Buess gegen von Bergen, kein Foul. Bunyaku mit mehr Tempo als Rocha, aber mit zu wenig Präzision. Immer noch 1:1. Die nächste Chance haben wieder die Young Boys. Eckball Rawe. Eher zufällig landet der Ball bei Scott Sutter. Und gar nichts mit Zufall hat diese Parade zu tun. Lopar einmal mehr reaktionsschnell. Stilsicher auch sein Gegenüber, Yvonne Mvogo. Seine Vorderleute jetzt vor allem spielbestimmend. Zakaria lässt sich den Ball einfach nicht abnehmen. Immer noch Zakaria. Auf Rawe. Das ist perfekt gespielt, aber das ist nicht die Führung für Ibe. Dua vergibt. Diese Chance hätte wohl sogar Torhüter Mvogo verwertet. Die nächste Chance der Young Boys hat oder eben vergibt Yuya Kubo. Der Schuss des Japaners noch abgelenkt, sonst hätte der wohl ganz genau gepasst. Noch 7 Minuten sind zu spielen. Die St. Galler für einmal am Ball und für einmal in der Vorwärtsbewegung. Ayeti auf Bunyaku. Das war sie, die große Chance auf das erste St. Galler Siegestor im Stade de Suisse. Nur noch wenige Minuten sind zu spielen, aber noch viel wird passieren, das verspreche ich Ihnen. Sulaimani mittlerweile eingewechselt. An den Pfosten, der 2. IBE Aluminiumtreffer innerhalb von 6 Minuten. 90. Minute. Noch einmal die Berner. Mbabu, auch er eingewechselt auf Rawe. Und da ist der Ball doch noch drin. Kwadwo Dua mit dem 2:1. Der erst 19-Jährige trifft in der allerletzten Spielminute. Der regulären Spielzeit. In der 3. Minute der Nachspielzeit noch einmal die St. Galler mit Aratori. Ayeti, Bunyaku, das 2:2. Was für ein Angriff, was für ein Tor, was für ein Schlusspunkt, der zu diesem verrückten Spiel einfach nur passt. Am Ende bejubeln die St. Galler
zwar auch im 19. Anlauf nicht den ersten Sieg im Stade de Suisse, aber immerhin einen schon verloren geglaubten Punkt. Es konnte gerade so gut 5-5 stehen. Es war ein Spiel mit sehr vielen Chancen. Vom Spielverlauf her können wir sicher glücklich sein, dass wir den Punkt geholt haben. Wir haben jetzt ein gutes Spiel gemacht. Das, was uns in den letzten Matchen gefällt hat, der letzte Pass, ist heute angekommen. Aber das, was uns heute gefällt hat, ist der letzte Schuss vor dem Goal. Die müssen wir halt einfach machen. Dann wäre das ein super Spiel gewesen. Ja, die erste Chance ist auch 100%ig, die ich machen muss. Und dann habe ich gedacht, der nächste muss jetzt wirklich reingehen. Und ich hatte das Glück, dass mir der Ball vor die Füße fiel und er war drin. Ja, sicher. Man glaubt ja immer dran. Und eben so wie das Spiel verlaufen ist, ist irgendwie fast ein bisschen klar gewesen, dass es unentschieden ausgeht. Weil, dass wir noch eine machen. Weil Liebe hat so viel Druck gemacht. Und wenn sie dann alle Chancen nicht machen, dann ist es meistens so im Fußball, dass man dann eine überkommt. Und zum Glück sind wir heute glücklicher von beiden gewesen.